Yeah, yeah, doing what they never do. Took a broke heart, made it into revenue. Jones in to be a star, get a better view. And they told me that I need to get another plan. Maybe if Henderson was another man. But I stood my ground, no, I never ran. Yo, servus Leute, ich bin's mal wieder hier, euer Like Jerry. Und ja, ihr habt gerade wahrscheinlich gesehen, ich bin noch ausgegangen, wollte mir eigentlich draußen ein schönes Plätzchen suchen, hat aber nicht ganz so geklappt. Da waren irgendwie kleine Kinder, die haben im Hintergrund nur die ganze Zeit geschrien und der Wind ist auch extrem irgendwie. Jetzt habe ich mich hier auf meine Terrasse, Balkon rausverzogen und dachte mir mal, ja, es ist jetzt glaube ich Zeit, ganz einfach mal doch irgendwie, auch wenn ich kaum Zeit habe, ein Video aufzunehmen. Es ist für mich gerade im Moment selber nicht einfach, kein Video hochzuladen, weil, ja, es belastet mich auch sogar, wenn ich ehrlich bin, weil ich bin so ein Mensch, ich mache YouTube halt extrem gerne und, ja, wenn ich dann halt selbst sehe, dass ich halt selbst kein Video hochgeladen habe und ich meine, es ist ja schon über eine Woche her, dass ich kein Video hochgeladen habe und irgendwie ist es halt, ja, nicht cool, aber auf jeden Fall ist jetzt dieses Video hier, um euch ein bisschen zu informieren, wie es jetzt weitergeht, was jetzt ganz einfach passiert. Ja, Videos kommen halt, beziehungsweise kamen jetzt halt nicht, weil ich halt echt viel Abi-Stress habe und auch wegen der Fahrschule lernen musste und dann halt noch andere Dinge, die man so erledigen muss. Ja, und ich möchte es jetzt ganz einfach probieren, die ganze Sache zu ändern und ja, ihr habt wahrscheinlich schon mitbekommen auf Instagram und so, dass ich meinen lieben Fuß verletzt habe und das kommt gar nicht gut, also ja, manche denken sich jetzt, okay, er hat sich doch nur den Fuß verletzt, nur Zerrung und Stauchung und Prellung des Sprunggelenks und hast du nicht gesehen. Ja, aber für mich ging es um ein bisschen was mehr oder beziehungsweise geht es um ein bisschen was mehr. Am Wochenende hätte ich, beziehungsweise habe ich, Pfingstsonntag, am Samstag, glaube ich, einen 100-Kilometer-Marsch mit meinem Bruder. Diese ganze Sache wollte ich eigentlich vloggen und ja, richtig geile Challenges machen. Damit halt auch dieser 100-Kilometer-Marsch nicht langweilig ist. Ich kann da ganz kurz mal sagen, also dieser 100-Kilometer-Marsch wäre halt so, dass wir 100 Kilometer laufen müssen in 24 Stunden, ja. Und da hat mich mein Bruder mit angemeldet, weil er meinte, ja, komm, wir schaffen das Ganze. Ich hätte halt auch Bock drauf, irgendwie, ja, diesen Angriff zu nehmen, ja, aber nun ist es nicht so einfach. Jetzt habe ich mir den Fuß verletzt und die haben gesagt, ja, eine Woche bist du jetzt krankgeschrieben und ich habe keinen Plan, wirklich, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schaffe. Ich will eigentlich unbedingt, egal, auch wenn ich mit Krücken laufen muss, diesen komischen Lauf machen, weil ja, ich will einfach, erstens, das sind mega Videos, die daraus kommen würden und zweitens habe ich selbst richtig Bock drauf, um einfach mal zu gucken, ob ich sowas schaffen würde und ja, das ist halt ein Riesenproblem für mich. Also ich probiere auf jeden Fall, diese ganze Sache irgendwie in Anspruch zu nehmen, ja, weil es mich ganz einfach, ich habe einfach mega Bock drauf, das zu machen und jetzt mal ernsthaft, wir scheißen einfach auf den Fuß, auch wenn ich da mit einem, weiß ich nicht was hingehe, wenn mein, keine Ahnung, wenn ich mir 27 Knochen gebrochen habe. Ich will eigentlich an diesem Lauf unbedingt teilnehmen und ich will jetzt auch auf jeden Fall in der nächsten Zeit probieren, jetzt wieder mehrere Videos für euch zu produzieren, weil es mich auch selbst nervt. Es nervt mich auch selbst, dass einfach keine Videos kommen und, aber ich habe jetzt was probiert, beziehungsweise ich habe jetzt was gemacht. Ich werde jetzt wieder YouNow streamen. Erstens, wenn keine Videos kommen, dass ihr mich trotzdem seht sozusagen, dass ihr was miteinander, dass, keine Ahnung, dass ich, ja, dass ich halt da bin sozusagen, es ist für mich auch ein bisschen erleichternd, weil ich dann sehe, okay gut, ich tue wenigstens trotzdem was, ich mache jetzt wenigstens nicht gar nichts, sondern ja, ihr habt ja auch meine Reaktion mitbekommen auf Instagram und so, dass ich ganz einfach ja keine Zeit hatte für Videos, aber ich werde jetzt wieder probieren, mehrere Videos bzw. überhaupt Videos wieder hochzuladen, weil es mich nervt total. Und Leute, drückt mir ganz einfach die Daumen, dass ich jetzt bis Samstag wieder fit werde, dass ich diesen Marsch mitmachen kann. Ich werde euch auf Snapchat natürlich auf dem Laufenden halten und auf YouNow natürlich auch. Also ich werde jetzt probieren, jeden Tag auf YouNow zu streamen. Das Video wird jetzt am Dienstag online kommen, also ihr seht die ganze Sache am Dienstag. Und dann werde ich auch wieder probieren zu streamen gegen 19 Uhr. Also wenn ja, dann schaltet doch ganz einfach mal ein. Also Dankeschön für den Böller. Und dann würde ich nur noch sagen, Leute, ich probiere jetzt irgendwie fit zu werden. Ich werde jetzt alles machen, dass ich diesen Marsch mitmachen kann, dass es auch endlich wieder richtig geile Videos für euch gibt. Und dann würde ich nur noch sagen, Leute, denkt immer dran, wer sich Like Jerry reinzieht, hat im Leben gewonnen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss.